So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deadlight von mir, Justin Geist, und dem Dennis, ja, Geist. Genau, ich bin heute nicht alleine, wie ihr vielleicht gerade schon bemerkt habt. Der Dennis ist dabei. Hallo. Und wir spielen Deadlight. Mal wieder nach einer sehr langen Pause. Genau. Und gerade deswegen habe ich keine Ahnung mehr, wie das Spiel noch funktioniert. Man sieht's. Gut, und ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir jetzt hier so eine kleine, dass du mir das Spiel mal ein bisschen vorstellst, weil ich keine Ahnung habe, was das Spiel hier eigentlich ist. Wie du vielleicht schon unschwer erkennen magst, es geht um eine Zombie-Apokalypse. Und wir spielen. Wegen dem Deppen, der da am Fenster ist, oder was? Ja, das ist ein Zombie. Ah, okay. Und wir spielen einen Überlebenden. Ja, richtig. Und der heißt. Ray. Lass mich raten, die heißen meistens Dan. Nein. Der heißt, wie heißt der nochmal? Dann heißt er John. Egon oder so. Jack? Egon? Ja. Huch, hast du den Jump gesehen? Wie heißt der nochmal? Randy heißt er, Randy. Randy? Randy heißt er. Orton. So ungefähr. Ja, und wie gesagt, ich habe sehr lange nicht mehr gespielt. Stimmt, wir wurden von einem Helikopter verfolgt. Wussten nicht wieso, und wir müssen jetzt den Sohn von der Ratte suchen. Weil das da. Ratte war so ein Kerl. Ey! Hör mal. Ah, das. Ah, da ist der Helia wieder. What the fuck? Das. Ich glaube nicht, dass das vorgesehen war. War das jetzt ein Bug oder was? Ja, hast du die nicht gesehen? Ja doch, der Helikopter ist angeschossen, da war es auf einmal so ein Fleischmatsch in der Luft. Genau. So ein fliegender Fleischmatsch. Nein, das war nicht vorgesehen. Und jetzt muss ich ein bisschen schneller rennen. Alter. Knallhart, ey. Wie rollt man sich ab? Ich habe keine Ahnung, wie das. Wie geht denn das nochmal? Ah, so rollt man sich ab, glaube ich. Boah, ich habe das saulang nicht mehr gespielt, das Spiel. Ich auch nicht. Ja, kletter doch noch langsamer! Ich hab noch nie gespielt. Wie geht denn das nochmal? Da muss schon runter. Oh. Cool. Das sind jetzt Medipacks. Ja. Okay. Ja! Ich krieg meine Feueraxt wieder. Geil. Jetzt kann ich wieder Zombies schnetzeln. Nice. Die hatten wir ja verloren. Ja. Hä? Ja, okay, der hat anscheinend was ausgeschissen. Hä, wie, du hast fast keine Ausdauer mehr. Okay, das Spiel ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Ist aber nicht immer so. Naja, Ritter auch mal ein bisschen. Ich bin hier voll alleine am Kommentieren. Ich bin gerade einfach nur fasziniert von dem Spiel, weil es ja echt eigentlich ein schönes Spiel ist dafür, dass das, es so ein 2D-Ding das ist. Das ist eigentlich echt cool. Das ist mega cool sogar. Also ich habe echt mega Spaß an dem Game. Also es sieht doch spaßig aus. Ja, auf jeden Fall. Muss ehrlich sagen. Sterb! Okay, ich glaube, okay, das und, war's mit Zombie. Sieht man die Person, die man spielt, eigentlich im Lauf auch nochmal, oder ist das, bleibt die immer so eine schwarze Gestalt? Nein. Du siehst die schon. Es gibt Cutscenes, die sind dann so comicartig gezeichnet, und dann siehst du die Person. Okay. Guck mal, den habe ich geköpft. Ah! Ja, guck mal, jetzt ist hier wieder dieser scheiß Heli. Heli, richtig. Duck dich, duck dich. Stimmt, ich habe auch eine. Ja, ducken bringt nichts. Ich kann irgendwie auch so schnell springen. Wie ging das denn noch? Ah, nein! Ah! Oh mein Gott. Wie ging das denn nochmal? Was war das jetzt? Ja, ich habe eine Steinschleuder. Ja, eine Steinschleuder, so zum Manipulieren der Zombies, so dass sie dahin gehen oder dahin gehen. Und dann lenke ich den Helimann ab, weißt du? Okay. Das ist ja eigentlich eine schlaue Technik. Ja, das habe ich. Abgenickt von Technik. Hoch. Das, was ist das denn gerade so buggy? Das war nicht immer. Warte mal, das geht so. Ja. Jetzt muss ich wieder schnell machen. Weil der scheiß Heli mich wieder verfolgt. Hallo? Was machst du denn? Ich nehme an, du musst ja irgendwie so durchjumpen, oder? Nee, ich muss da drauf zulaufen, aber ich habe, glaube ich, zu früh abgejumpt. Oh nein, jetzt bin ich hier. Na komm, dann machen wir das gerade mal schneller. Ich habe keinen Bock, so da jetzt 3 Stunden lang zu hängen. Tja, wer hat da schon Bock drauf? Naja.
ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Zum Beispiel, du konntest dich auch so eine Judo-Rolle machen, wie das geht. Weiß ich leider nicht mehr. Das wird sich im Laufe des Spiels bestimmt noch zeigen. Beziehungsweise im Laufe des der Folge. Ich hatte auch eine Waffe bekommen, aber die habe ich auch. Die wurde ich leider auch los. So, und jetzt bin ich fast tot. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Ich muss ja sagen, das Spiel erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an das, was ich als nächstes vorhabe. Das wird ziemlich ein gutes Let's Play. Willst du uns dazu schon was sagen? Abwarten, das wird schön. Okay, gut. Mehr sage ich noch nicht. Ach, scheiße. Weil es eigentlich gar nicht so schön ist, aber mehr dazu beim Video. Echt, fängst du bald auch an. Das ist gut, das ist gut. Dass du endlich auch anfängst zu Let's Playen. Beziehungsweise, dass du endlich auch mal eigenständiges Let's Play machst. Danke schön. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, mir bedeutet es auch sehr viel. Wenn du weißt, was ich meine. Scheiße. Weiche. Zombie. Boah, den habe ich den Kopf kürzer gemacht. So, Tussi. Ja, jetzt... da liegen die Arme. Jetzt muss ich echt mal gucken, wie das nochmal ging mit der Judo-Rolle. Weil das ist jetzt gerade echt wichtig, weil die war... Weil ich glaube, die war wichtig. Ah, so, bam. Einfach zweimal LT drücken, genau. Easy peasy, lemon squeezy. Nein, easy peasy, Gregor Gysi. Das stimmt, ja. Easy peasy, Gregor Gysi. Wer das vielleicht nicht kennt, das ist ein kleiner Insider von uns. Genau. Ein guter Freund von Justin hat ganz einfach... ist irgendwie auf den Trichter zu kommen, sich bei CSGO Sigmar Gabriel zu nennen. So, dann war halt irgendwie abends, hatten wir Lust, eine Runde zu spielen. Und haben wir halt alle zusammen gezockt. Und da haben wir gesehen, okay, er heißt Sigmar Gabriel. Das ist doch bestimmt lustig, wenn wir... Ja, das ich glaub's nicht. Er ist doch bestimmt lustig, wenn wir uns alle Politikernamen geben. Und genau. Ich war dann Angela Merkel und Justin Gregor Gysi. Aber da er das noch nicht fresh genug fand... Genau. Habe ich eben gesagt. Ich fand das noch nicht tight genug. Mensch, mach doch draus Easy Peasy Gregor Gysi. Genau. Dann habe ich mich Easy Peasy Gregor Gysi genannt, habe noch ein lustiges Bild reingeknallt. Und so haben wir dann die Runde geholt, meine ich. Ich habe da auch ein Foto von gemacht. Das können wir eigentlich mal auf unseren Facebook-Account hochladen. Oder einfach mal hier einblenden oder Facebook. Je nachdem. Und ich sterbe gleich natürlich wieder, weil die Zombies mich ab... Mann! Toll. So langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Level-Passage, aber ich mach's trotzdem. Weil sonst komme ich ja eh nicht vorbei jetzt. Leg dich schlafen, du scheiß Zombie. Ah. Oh nein. Okay, los, das schaffen wir jetzt. Komm schon. Gute Nacht. Scheiße, jetzt ist meine Ausdauer wieder leer. Scheiße. Das mit der Ausdauer ist echt kacke. Lass sie laden. Oh mein Gott. Das Verreck. Ja, komm. Nein. Da vorne sind Zombies. Scheiße. Gut, und jetzt durch. Los. Nächster Versuch. Und diesmal falle ich nicht über die Scheißkisten. Ja, komm, auf. Nicht drüber fallen. Ja, geht doch. Hohol. Wow. Boah, Alter. Und im Container. In der Mülltonne gelandet. Das war ein Container. Ich frag mich immer noch, wieso die uns jagen. Du hast bestimmt die Passion Christi 2 geklaut. Filmrolle. Ja, stimmt. Wie bei Family Guy. Guck mal. Da ist der kleine Penner. Der ist Randy. Also der Große.
Achso, da gibt es zwei. Ah, jetzt erst. Ein kleiner Penner und ein großer Penner. Ja, aber den kleinen Penner sollten wir suchen. Da haben wir halt die Aufgabe bekommen von dieser Ratte, die wir im Untergrund getroffen haben. Das ist so ein alter Mann, der lebt schon seit dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse im Untertunnel und der nennt sich Ratte. Und der hat da echt so ein fettes... Der ist ja auch eine Ratte, wenn der in der Kanalisation wohnt. Oha, jetzt haben wir wieder so einen Traumtrip. Nee, jetzt haben wir wieder so einen übelsten Traum. Wer ist Lydia? Meine Tochter. Lazing on a Sunday afternoon. Da ist er entwickelt in blutig, blutbeflecktem Papier. Der Anhänger meiner Tochter Lydia. Auf dem Papier steht in Kinderhandschrift geschrieben: Folge dem Weg, den du mir gezeigt hast. Ich muss sagen, das ist echt ein atmosphärisches Spiel. Das ist richtig geil. Ich mag das Spiel übelst. Ah, jetzt muss ich gerade mal den Mülleimer durchsuchen. Eine verschwundene Textstelle. Boah, ohne Scheiß. Hier. Ich weiß nicht, wer das lesen will. Keine Ahnung, aber... Ja, keine Ahnung. So. Ich wette mit dir, das musste der Praktikant schreiben. Von wem ist das hier das Spiel? Von welchem Studio? Tequila Software. Genau, von denen musste der Praktikant das 100% schreiben. Habe ich das schon vorgelesen? Ja, das habe ich schon vorgelesen. Deswegen gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oh, Katze. Where have you been? Help me! Shit. Help me! Oh, jetzt kommt ein paar Voodoo-Kicks. Tolle Metzelei. Das ist der coole, Randy. Der sieht aus wie der Glenn. Fällt mir gerade auf. Na, der hat ja keine Shin-Chong-China-Mann-Augen. I saw her. There was no one there. Only the shadows behind you. Let's go. Through here. Ja, ich wollte jetzt nicht das böse S-Wort sagen. Da war Ratte. Again, das ist die Ratte. Ja, die Ratte weiß, dass sie nie wieder rauskommen wird. Junge, ich werde dich bestrafen. Du wirst zu zerstören. Ja, genau. Wo deine Freunde sind. Die werden mir von der Station. Und das ist der, wie heißt der Tyrese, man weiß. Stimmt. Mir gar nicht aufgefallen. Okay, ich guck mal gerade, wie lange wir schon aufnehmen. Ich denk mal, wir machen eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Ach, 12 Minuten läuft. Halbe Stunde. Ja, ein bisschen lang. Also, das war spannend. Seien Sie vorsichtig, Mr. Wayne. Randy Wayne. Ist fast genauso cool wie Franklin Clinton. Franklin Clinton. Nein, ich lass die Endbombe nicht platzen. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte sagen Franklin Clinton, though. Bestimmt. Scheiß Zombies. Oh nein. Mach die Tür zu. Scheiße. So haben die bei Resident Evil noch gemacht, beim ersten Teil. Ja, das ist jetzt leider nicht so gut. Kacke. Und renn da einfach durch. Bam. Haha, cool. Ey. Bleibt liegen, ihr Pisser. Nein, was machst du? Randy, komm. Zeig mal, was du... Alter, der haut mit einer Axt und nur einer wird angehittet. Nein, es wurden alle angehittet, aber ich bin jetzt eh tot. Scheiße, toll, jetzt essen die mich auf. Da bist jetzt eine Konserve. Genau, so ungefähr. So. Ah, jetzt sind wir. Lustiger wäre es gewesen, wenn er mit dem Kopf zuerst runterfällt. Und sie bleibt hier oben. Geh! Ach, scheiße, Mann! Na, ach, Kacke! Was soll ich denn da machen? Darf ich mal probieren? Nur eine Mal. Nein, will aber nicht. Guck jetzt hier. Im Kopf als erstes. Wie war das nochmal mit dem... Oder stell dir vor, unter dem wäre, keine Ahnung, noch ein Loch und dann fällt der durch. Wie war das nochmal mit den Haken bei SpongeBob? Oder der Patrick, wenn er als Thunfisch wiederkommt. Genau. Oder nee, als Mario oder so. Als Thunfisch. Thunfisch. Ja, jetzt müssen wir gerade warten. Da ist da überhaupt eine Tür? Ja, da ist eine Tür. Die bangen da irgendwie ein bisschen durch. Ah, Kacke.
Eine Lebensanzeige oder so hast du gar nicht, ne? Klar, da oben. Ach, Tatsache. Da ist ein Plus. Ja. Na, ich sitze hier in so einem ganz blöden Winkel. Echt? Dass ich den Bildschirm richtig schlecht sehe. Deswegen habe ich auch gerade eben oh nein. Gerade eben den Kländisch gesehen. Dann machen wir es so einfach so. Oh, danke schön. Auf einmal wird mir alles so klar. Scheiß, wie soll... Ah. Klatsch. Ja, gut, das war mir klar, dass... Scheiße. Ah, kriegen wir jetzt eine Pistole, ganz klar. Echt? Ja, nein. Das wäre ja jetzt komisch gewesen, wenn wir jetzt keine bekommen hätten. Das ist bestimmt eine Wasserpistole. Geil, 8 Kugeln, kriegen wir noch was? Vom guten Mann, vielleicht irgendein Geheimnis? Nein. Der hat bestimmt auch wieder ein Tagebuch mit 700 Seiten mit. Ja, bestimmt. Hä, Mausrad hoch oder Mausrad runter? Hä, was denn? Jetzt, hör mal auf. Wie geht denn das? Hallo? Geh mal auf Zielen. Halt mal Zielen gedrückt, wo du Zielen machen würdest. Ja, ich muss hier zielen. Nein, Zielen gedrückt, dass du das Ding ausrüstest. Die Steinschleuder. Die Steinschleuder. Ja, hier. Das warte mal, ich versuche mal gerade zu scrollen vielleicht. Darf ich mal? Nein. Wann? Warte gleich. Okay, wenn ich draußen bin, darfst du mal ein Ründchen. Aber ich verstehe gerade mal nicht. Y. Ne, naja, stimmt, so kann ich die Zombies auch... Du hast gerade einen durchgezogen. Oh! Da war's. Ah, jetzt geht's. Hä? Scheiße. Du verkackst es gerade. Ah, jetzt. Okay, warte, aber ich lade das mal gerade trotzdem nach. Und wie geht das nochmal so, ne? Oder so? Oder so? Stimmt. So. So ein bisschen Mirror's Edge, ne? Ja, du kannst... Rumklettern. Das war knapp. Wie soll nochmal das neue Mirror's Edge heißen? Syndicate, ne? Catalyst. Syndicate war Assassin's Creed. Ach ja, mein ich ja. Catalyst. Genau. Aber ich werde das auch spielen auf jeden Fall. Mirror's Edge habe ich geliebt. Ja. Das war ein sehr cooles Spiel. Aber wie heavy. Hieß es nicht, dass die Rechte nicht mehr haben oder so? Und die Namen oder irgendwie sowas war es doch. Sehr gute Frage. Dass sie es nicht Mirror's Edge 2 nennen konnten. Irgendwie sowas war es. Deswegen mussten sie es Catalyst nennen. Ne, den hole ich mir mit der Axt. Der ist mir zu schade. Ich finde es generell Schwachsinn, dass du so deine Kugeln jetzt gerade verballert hast. Nee, du kriegst eigentlich so Kugeln, dass du auf jeden Fall mal deine Revolver benutzen kannst, aber du solltest ihn auf jeden Fall aufheben. So. Das war's mit dem Zombie. Jetzt ist ja nur noch Gulasch. Gulasch. Wie geht das jetzt? Hast du irgendeine Interaktionstaste oder ja, so? Ja, X, aber ich will irgendwie nicht draufschießen, deswegen mach ich einmal den hier. Geht doch. Ja, cool. Jetzt musst du nach vorne drücken. Nee, normalerweise nicht. Normalerweise ist es nur ein Sidescroller. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo, das ist besser als die hinten. Hinter den Typen da durchzumüssen. Verpiss dich! Geh weg! Weißt was, ich will ja mal nicht so sein. Jetzt darf der Dennis mal. Ach du Scheiße. Ich und das Spiel. Hier gut. Oben rennst du? Ja, ich seh's schon, mit A springst du und kletterst auch. Hier oben. Da. Ja. Du musst rennen, dann kannst du so eine Judo-Rolle machen. Also B ist das hier? Aha. Gut, damit mache ich hier. Genau. Nee, wie mag der... Hey. So, wie renne ich? Ich nehm dich auseinander. Hör, hier oben. Achso, da oben wird gerannt. Und mit A springst du. Gut, alles klar. Dann geh ich jetzt mal schnetzeln. Das sind zu viele. So. Das ging aber schnell. Und wieder bin ich eine Zombie-Konserve. Stimmt. Sind bestimmt Zombie-Konserven. Hörbele. Musst sprinten. Hoch. Spring einfach drüber. Nicht schießen. Mach doch nicht meine Kugeln näher. Ah. Was ist das? Wie geht das? X, das ist blau. X.
X. Gerade so. Da, guck mal, da ist ein Medipack. Genau, X gedrückt halten. Ach, X gedrückt halten? Ja, es ist nicht schlimm, ist schon alles gut. Gut. So, und jetzt musst du dich ducken und im Ducken schlagen. Meine ich. Oder so. Einmal Batman-Style. Da konnte man das ja auch bei... Guck mal, da oben kannst du reinspringen. Ja, ich hab's gesehen. Nimm mal Anlauf und jump da einmal rein mit Schmackes. Nein, das ist schon richtig. Ja, ich hab's schon gesehen, nur er hat hier gerade... so seine Zuckungen. Nee, du musst Wand springen. So, tschu, tschu. Nein! Ups. Weißt, wie ich meinte? Ja, ja, weiß ich. So, tschu, tschu, tschu. Wie bei Mirror's Edge. Na komm. Das erinnert mich ein bisschen an Dying Light, das Spiel. Nein. Nur, dass das hier früher rauskam. Dying Light war aber leichter zu spielen. Ja, Dying das Light. Ist ja auch ein Sidescroller hier. Also ich habe Dying Light gern gespielt. Da, wieso springst du denn immer vorbei? Ich spring nicht vorbei, ich spring irgendwie durch. Statt sich festzuhalten, springt er einfach durch. Dann springen wir früher ab und dann hält er sich fest. Das war schon zu früh. Und zu langsam. Oh. Du, na, rennst halt immer gegen die Wand. Wir kriegen das schon hin. Wie viel Zeit haben wir noch? Warte. Ja! Genug, 10 Minuten. Und jetzt haben wir ist noch. Es dunkel. Ja, das ist ein Bug. Ich spring einfach nach links. Oh, lol. Okay, das ist sollte normalerweise nicht passieren. Genau. Und jetzt einfach auf das Dach springen. Ha. Nice. Und jetzt kletter da hoch. Und jetzt hier. Ha. 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 Und jetzt an der Leine. Guck mal, als wenn er laufen würde. Als wenn er jubelnd laufen würde. Yeah. Yeah. Vor der läuft jemand Fußballfeld und hat gerade ein Tor geschossen. Tor! Pass auf. Boah, das sieht so geil aus, dieses Spiel ohne Scheiß. Das ist richtig geil. Hey. Das war doof. Oh. Renn! Renn! Ich renn doch schon! Ah! Au, 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 au! Die knabbern dich an! Hilfe, ich sterbe! Darf ich wieder? Ja, du kannst wieder. Yeah. Ich kann das Spiel nicht. Ah, ist ja nicht schlimm, du hast gerade das erste Mal gespielt. Weil das Geile war, da das ja von Microsoft Studios ist. Studios? Studio! So ungefähr. Das Spiel gab es als allererstes auf der Xbox. Echt? Ja. One? 360? 360. Oder kam das gleichzeitig? PC raus, guck mal jetzt mal ganz cool. Ja, volle Kanne. Nein, ich meinte cool mit dem hier. Nee. Das ist schon wieder gegen die Wand rennen. Nein, ich meinte cool das hier. Das ist voll cool. Voll cool. Ich wollte eigentlich eine Judo-Rolle durchmachen. Das war extrem geil. Also ich muss sagen, sag mal. Ich habe Respekt. So, warte jetzt. Das war cool. Boah, das war richtig cool. Ja, auf jeden Fall spektakulärer aus als das andere. Ja. Und jetzt ein paar coole Sidejumps und Sidekicks. Ja. So. Einmal die Ausdauer laden lassen. Ja, das Spiel ist aber echt so eine Mischung aus Mirror's Edge, I'm Alive und Dying Light. Das hat auch ein bisschen was von Heroes Match. I'm Alive ist eigentlich auch cool zu spielen. Guck ich mal. I'm Alive ist cool zu spielen, aber das Spiel, was bald von mir kommt, das ist noch viel kranker zu spielen. Halt dich doch für so Idiot! Oh mein Gott. Und ich habe extra das Wort krank genommen. Geh aber ihr werdet ja sehen. Ich helfe. Hey, geh weg, bitte. Oh, scheiße. Entschuldigung. Wie kann man denn die Zombies nochmal weglocken? Du musst Steinschleuder auf die schmeißen. Also nicht die Steine, sondern die Steinschleuder. Ich schmeiß die Steinschleuder auf die Bahn. An den Kopf werfen. Genau. Und die Zombies haben Angst vor Steinschleudern. Ich kann das so machen. Hallo. Zombies! Bei welchem Spiel war das denn nochmal so, dass Zombies Angst vor Katzen haben? Irgendwo war das doch. Ah ja. Waren das nochmal? Nein, das Creeper haben Angst vor Katzen, nicht Zombies. Ach ja, richtig, stimmt. Creeper haben Angst vor Katzen. Das war Minecraft. Wie kann man denn nochmal
über die, man kann irgendwie über die springen. Ich war, ah Mann, lol. Und vor was hat ein Creeper Angst? Zombies Angst vor nix? Nee, vor nix. Die schränken vor nix zurück, die Viecher. Merkst du ja schon. Man, ich weiß, man konnte irgendwie über die drüber springen, über die Zombies, oder war das dein Leid? Bei deinem Leid kannst du hochspringen, den Zombie-Kopf als Stütze nehmen, um noch höher zu springen. Ich weiß, aber hier ging das auch irgendwie, dass du halt über die Zombies drüber jumpen Bei deinem Leid hättest du jetzt aber auch ein Katana-Schwert, ein modifiziertes, mit irgendwelchen geilen Mods und würdest dich hier so durchschnetzeln. Oh. Und bei Dead Rising würdest du dir irgendwo ein Kuscheltier nehmen und würdest damit die Zombies alle umbringen. So ging das. Einfach vorbeirennen. Genau. Naja, gut, Kuscheltiere haben wir jetzt hier nicht. Bei Dead Rising würdest du, weil schnell dem Zombie seinen Arm abreißen, würdest mit dem Arm die anderen Zombies töten. Oder würdest du dir weil schnell. Den Rest Kugeln spare ich mir. Kommt. Also da muss ich echt sagen, da finde ich Dead Rising richtig kreativ. Da kann man einfach alles benutzen zum Zombie-Schnitzen. Ja, das stimmt, das ist cool. Boah. Epic! Ja. Ich warte. Nein! Scheiße, das war zu früh! Nein. Niemals. Scheiße. Und wir haben nur noch Rot übrig gelassen. Die Knochen haben sie mitgenommen für lecker Süppchen. So, los, ihr Bastarde. Ja, ich würde sagen, die Stelle hier machen wir noch und dann machen wir. Ha! Was ist denn? Ha! Schluss. Ha! Ha! Okay. Alles klar. Nein, spring! Ha! Also wir sind jetzt bei um die 26 Sekunden angekommen. 26 Sekunden? genau, Minuten meine ich. Weiche Zombie! Wir sind jetzt irgendwo bei 26 Stunden. Nein, ich will dadurch jetzt nicht sterben. Eine Minute und 30 Sekunden. Oh nein. Boah, das waren aber schnelle 26 Stunden. Spielt das in Seattle? Ja, ich glaube schon. Na, da oben steht Seattle, also gehe ich mal davon aus. Bestimmt bist du am Ende noch auf der Space Needle. Space so. Needle? Was ist das? Der Turm in Seattle, der hohe. Ah. Knallhart, Alter. Ey. Goodbye, Stranger. Geil, den hab ich weggebatcht. Geht das? Ich weiß es nicht. Muss man testen. Ne, muss erst an das Ding. Du musst. Da oben ist was. Aber. Wie wär's, wenn ich erstmal den Kollegen hier unten töte, damit er mir nicht mehr auf den Sack geht? Die Nutte. Hä? Was ist mit denen da unten passiert? Ich dachte gerade, die spawnen wieder. Nein. Vor allem das Geile ist, das Spiel ist ab 16. Echt? Ja. Nee, oder das. Nein, 12 nicht. Aber ab 16. Das Spiel, das ist USK 0. Ja. Nein, hör auf zu. Wow. In diesem Sinne. Wow. Wow. Nein, ich will es bis ins Gebäude. Du fandest den Zombie so hübsch, dass du direkt zu ihm wolltest. Oh Mann. Das verreckt, du Lutte. Ey, beiß nicht in meinen Mikrofonständer. Ich hab Hunger. Mann, ihr Zombies. Fuck. Guck mal, die stehen alle schön in der Reihe. Die warten alle darauf, dass ich etwas gegen sie tue. Ja, auf mein Mikrofonständer zu essen. Yum, yum, yum. So, das wären die Zombies. Und hau rein. Dem habe ich gegeben. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Jetzt. Ah, jetzt ging es nicht mehr. Ja. Der fällt da eiskalt raus. Ich finde das so lustig, wie der hangelt. So. Come on, leave him alone. Oh, okay. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Well, that poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Boah, Alter, guck mal, der wird gepuncht. Okay, gut. Dann würde ich sagen,
machen wir ab hier im Stadion, was eigentlich irgendwie saugeil aussieht und ich gerne weiterspielen würde. Muss ich aber jetzt trotzdem eine Aufnahmepause machen mit ein paar schönen Umdrehungen, 360 No-Scopes. Nein. Mach nochmal. Die Umdrehung. Wenn das ein Eisstadion ist, machst du das gleich auf dem Feld. Aber erst lesen wir den Tagebucheintrag. Entscheidung. Ben, das neue Gesetz, hat ihn entführt, ihn gefoltert, zum Sterben zurückgelassen. Der arme alte Mann hat mir das Leben gerettet. Ich wollte schon ab der lesen, aber ist okay. Okay, gute, nein, nochmal. Ben, das neue Gesetz, hat ihn entführt, ihn gefoltert und zum Sterben zurückgelassen. Der arme alte Mann hat mir das Leben gerettet. Und das bekommt er dafür. Ich muss ihn retten. Retten? Ich habe keine Zeit mehr. Retten. Ah. Nebenbei bemerkt. Sind es 92 Seiten. Justin. Stopp. Genau. Lydia Shannon. Namen, die ich nicht vergessen kann. Und das war's. Okay, gut, meine lieben Freunde. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich einmal fürs Zugucken bei der 8. Folge jetzt, wenn ich die in zwei teile. 8. Folge von Deadlight. Und wenn ihr Lust habt, ist der Dennis bei der nächsten Aufnahme auch wieder dabei. Und ich bedanke mich mal fürs Zugucken meinerseits. Und wir sehen uns. Ja, ich bedanke mich natürlich auch, dass ich hier so tatkräftig dem Justin mal zur Seite stehen konnte bei einer Folge. Zwei Folgen. Oder zwei Folgen. Oder was auch immer. Also eine Aufnahme lang auf jeden Fall. Ja, mir hat es auch mega Spaß gemacht und ich würde auch das nächste Mal wieder dabei sein. Und das Endwort überlasse ich jetzt dir, Justin. Okay, gut, Leute, dann sehen wir uns bei den nächsten Folgen wieder und schaut mal bei den anderen vorbei. Da gibt es auch coole Let's Plays. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.